herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Strahler Diamant. Wir machen heute weiter mit unserem kleinen Abenteuer. In der letzten Folge haben wir die Route 214 erkundet. Und damit machen wir zumindest mit dem zweiten Teil weiter. Ich hatte ja schon mal angekündigt, dass ich mich hier in dieser Hotelanlage mal ein wenig umgucken will. Vielleicht gibt es da das ein oder andere noch zu entdecken. Was soll ich nur tun? Ich habe es tatsächlich geschafft, meinen Hotelschlüssel zu verlieren. Nochmal schon wieder. Die Leute vom Hotel werden nicht gerade entzückt sein. Ich bin mir sicher, ich hatte ihn noch, als ich bei der Rezeption war. Warte mal. Wie war das jetzt noch? Den gibt es an einem bestimmten Punkt. Ich weiß nicht, ob das hier war. Die kann ich jetzt nicht erkunden, weil da brauche ich die... Warte mal, wo war das denn? War das hier doch noch irgendwo? Es gibt irgendwo einen Punkt, wo der liegen konnte. Was hat denn da nicht, was ich da bitte finden? Oder wo war das denn? Irgendwo ein Punkt, wo der liegt. Das ist es halt. Ich muss es jetzt tatsächlich bei den Originalspielen, weiß ich jetzt gerade auch nicht mehr auswendig. Ich erinnere mich an ein Viereck, wo das gewesen sein könnte. Ach komm, ja. Sei es drum. Ich glaube, die geht nur rein und dann ist okay. Gut, egal. Scheiß drauf. Gucken wir uns trotzdem mal hier weiter noch um, weil bevor ich jetzt alles hier absuche und alles rum. Vielleicht haben wir ja Glück, aber haben wir hier wieder so einen Kampf. Hier haben wir wieder so ein Café, so ein kleines Restaurant und ich glaube, dass wieder hier einige Trainer zu finden sind. Lass uns als Test mal diese Getränke hier aufnehmen. Wie, du lässt uns ausgerechnet jetzt in den Kampf ein? Ja. Okay. So ähnlich wie bei dem Kampfcafé auf Route 200 und kurz vor der Route 215. Beginn der letzten Aufnahmesession. Jetzt tatsächlich auch hier wieder. Ganz kurz. Ja. So, okay, machen wir das doch heute mal wieder. So, dann gehen wir auf jeden Fall erstmal auf das Luxio. Ich glaube, das dürfte die größte Gefahr sein. Raus. Direkt down geht. Pikachu geht direkt down, aber das kann man nicht paralysieren. Level 34 für Kramorox. So, wir holen uns erstmal wieder ein bisschen in unsere Kaffee zurück. Bin ich hier 33, Ponita 32. Akupressur, nö, brauche ich nicht. Okay, dann haben wir die schon mal besiegt. Sehr, sehr gut. Ah, Mann, jetzt haben unsere Getränke lauwarm. Wenn du so nebenbei. Ihr habt doch schon mal was auf dem Tisch stehen. So, was wollte der eigentlich noch hier? In so einem Restaurant. In so einem Restaurant genießt man mehr als nur vorzügliche Speisen. Ja, die Kampfkameraden kämpft teilnehmen. Bon Appetit. Oh, die Bilanzen sehen wieder richtig gut aus. Das war deine Vorsage da richtig. Mein Freund ist ein wahrer Magier an der Börse. Wahnsinnig viel Glück. Du bist jetzt auch noch ein starker Trainer. Und willst du dein Glück herausfordern? Jo. Ja. Schau mal, kriegen wir nur hier Doppelkämpfe. Das ist ganz okay. Das ist ganz gut. Nehmen wir mit. Ach, scheiße, ich vergesse, die Namen sind vergessen sein.
Borgolini und Finger. Goldini ist jetzt auch nicht der Mörderbringer. So, ist Goldini schon mal weg. Und Finio sollte jetzt nicht die Herausforderung. Dann Windspur. Okay. Ich heile mal meine Paralyse gerade. Das ist mir gerade wichtiger. Komm, ich gehe mal jetzt auf Goldini drauf. Nehmen wir jetzt mal den komischen Rollenspieler, was da ist, noch weg. Nein, das ist mir jetzt gerade erstmal ein bisschen lieber, als da irgendwie was zu machen. Flügelschlag auf Finion, der hat, bist der andere jetzt raus und du hast nur das Viech, okay? Wir machen es andersrum. So, dann nehme ich mein Move von Medici und gehe auf den Supertrank und heile mein Team damit. Ich kann es mir eher erlauben, dass Finion ist jetzt mit einem One KO aus dem Rennen gewinnen. Die der Gegner. Sondern, ja, wir haben einen Rollenspieler besiegt und die Dame, die Schönheit, hat sich auch verfügt. Du bist ein Glückskind. Bin ich. So, das ist eine einmalige Niederlage. Die gleicht wie schnell wieder aus. So, warte mal hier. Die heutige Abspeise ist einfach sagenhaft köstlich. Wenn ich etwas in Zukunft essen darf, stehe ich gern bottelt. Ich kann nicht sitzen und essen. Ich werde auch im Kampf teilnehmen. Bist du bereit? Nein. Oh, schade. Nein, ich möchte mein Team kurz ändern. Dass ich jetzt nicht immer mit dem gleichen da oben antrete, sondern auch mal ein bisschen was anderes habe. Und zwar fangen wir heute mit Kognodon an und mit Ponita. So, möchtest du jetzt kämpfen? Oder? Bist du immer noch nicht bereit? Doch, doch, bin bereit. Okay, okay, erkämpfen, ja. Künstler Robin und Schüler Tamara. Mit einem Pantenmus und einem Ponita. Okay. Das könnte ein bisschen nervig werden, aber dann ist es. Dann gehe ich auf Lamburg und dann erstmal der Patrimus aus dem Rennen raus. Und dann Donner und Donner, jetzt versuche ich das Enton erstmal ziemlich gefährlich zu machen. Ich glaube nicht, dass das Enton mal kommen. Das war klar, weil. Wofür auch? Nein, ich kenne Stepp-Attacke, deswegen bringt es auch nicht viel. Es ist einfach nur, hauptsächlich, ich habe irgendwo mal eine Elektro-Attacke mit dem Move. Keine Sorge, nein. So, Pantymos auf jeden Fall nehmen wir raus und dann nochmal. So, so. Geschichte. So, vielleicht kriegen wir aus dieser Folge sogar noch hin. Jetzt ich guck mal, dann in der Maidon verwechselt. Entwickelt. Entwickelt. Entschuldigung. So, dann haben wir hier nochmal jemanden. Hey Justus, du bist ganz besonders, ganz anders als sonst im Laden. Du bist ja richtig schüchtern. Ich arbeite in einem Laden für Pokémon-Artikel, weil ich Pokémon einfach liebe. Und dort kann ich den ganzen Tag mit Pokémon zusammen sein. Dadurch soll werde ich auch immer besser im Kämpfen. So ist es immer beweisen. Ich habe so gemacht, dass er entspricht. So. Pokémon-Sammler Justus und die Aroma-Lady Annabella. Amabella. So, Ponita und Kognodon. Das heißt, ich muss auf jeden Fall erstmal gucken, dass ich das Roselia aus dem Ring nehme. Die
Krokodon durchaus gefährlich werden wird es aber jetzt nicht mehr. Aber wir müssen ja noch ein weiteres Pflanzen-Pokémon haben. Krokodon erreicht Level 27. Und Pipi auch weg. Sehr gut. Schön. Das kann ich noch ziemlich zäh werden. So, ja. Pipi, und was hast du? Gar nichts mehr. Okay. Okay, ich dachte mir, du hast vielleicht noch mal was irgendwie, aber du hast ja Peanuts gerade gewesen. Nimm mal mit. Ach, du hast noch ein Peanut? Alter, was hast du denn überhaupt zusammen? Drei. Kleines Pipi. Uff, du bist so stark. Ja, ich spreche jetzt nicht jeden einzelnen Dialog. Ich versuche es aber, es klappt schon irgendwie nicht. Ich versuche es aber, dass es nicht immer klappt, ist klar. Ich mache mir keinen Kopf, um zu gewinnen und zu verlieren. Mit meinem Pokémon zusammen, weil ich es liebe. So, dann haben wir eigentlich die haben wir. Das heißt, es fehlt uns eigentlich noch dieses kleine Pärchen. Ja. Wow, das hier sieht so richtig nobel aus. Papa ist ein Krottenschlichterkopf, deshalb gehen wir mal essen. Bist du hier, mit deinem Pokémon zu kämpfen? Ja.